Hallo, meine lieben Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen hier eine kurze Liste, 12 Spiele, 1 Cent pro Punkt. Skatfreundinnen begrüße ich natürlich auch. Nicht, dass sich hier jemand auf den Schlips getreten fühlt. Ja, wir spielen, wie ich schon sagte, 12 Spiele. Ich habe hier keine Ahnung. Ich habe den Tisch eröffnet. Ich weiß jetzt nicht, was das für Spieler sind. Kenne ich beide nicht. Krang einfach wird gespielt, drei Buben hat er noch. Schneider. So, das zweite Spiel habe ich auch nichts. So, jetzt wird ein Grand Hand gespielt. Prima. Also erstmal ein Grand, dann ein Grand Hand. Der ist mit Zweien. Karo Bube scheint noch im Skat zu liegen oder ist so stark, dass er hier ja, gar nichts mehr abgibt. Karo, ich werfe erstmal meine Luschen weg. So, das sieht nach einem Null aus, aber den muss man nicht reizen. Zwei Zehen im Skat. Hinterhand, das ist ein schönes Spiel. Herz mit zwei in Hand zur Not. Ich krieg's bei 18. Es liegt ein Bube drin. Und damit haben wir natürlich aus dem Herzen Grang. Das ist mir jetzt schon ganz häufig passiert heute, dass ich einfach aus dem Farbspiel einen Grang finde. Also, ich glaube, fast immer einen Buben gefunden bei den Dingern. Der Grang ist auch unverlierbar. Ja. Mittelhand, Herzhand. Ja. Mal gucken, ob ich bei 18 rankomme oder 20. Nee. Bei 22. Also Herzhand. Ist ja auch ein super Spiel. Aber den kann man natürlich leichter zum Grang finden als den davor, ne? So, mal gucken. 18. Stechen wir mal nur mit dem König. Ich glaube, ich werde mal hier von oben ziehen. Ja, manchmal ist das eine gute Idee. So, mal gucken. Pik Bube. Liegt nicht im Skat. Der ist diesmal Schneider geworden. So. Kreuz Hand, 30er Reizung. Naja, dann wird Herz Ass wohl gestochen werden. Fünfzehn, 25. Und wir das Spiel wieder in Mittelhand bringen. Ein Karo hat er abgeworfen. Jetzt wirft er einen Pik ab nach langer Überlegung. Ich spiele trotzdem Karo. Könnte sein. Ah, er hat sich das. Eieieiei.
Ich habe das Gefühl, da liegt Karo im Skat. So, der Wulrich, der hat ein Spiel, eins, ich weiß gar nicht, eins gewonnen, eins verloren, das steht jetzt auf 0 Punkte. So, nein, Herz ist Trumpf, ich will nicht aufgeben. Was soll das? Sind das Hinweise? Mit der vollen, ich meine, wie beim normalen Skat. Er hat keine drei vollen. Hat er denn da aufgegeben? Verstehe ich nicht. Der hat sogar richtig ordentlich Trümpfe gegen gehabt. Also das ist mir ein Rätsel. So, Pik ist Trumpf. Ich bin in Mittelhand. Na komm, spiel mal eine Karte aus. Karo. Ja, was ist denn mit Karo Ass? Hat der Karo Ass gedrückt? Nein. Hat er einfach von zu zweit ausgespielt? Naja, nicht gut. Wir sind in Spiel Nummer 9. Ich krieg den Skat bei 18. Okay, jetzt entweder Pik oder Kreuz spielen. 10 Augen gedrückt. Ich entscheide mich mal für Pik. Obwohl, wenn ich Kreuz spiele, hätte ich natürlich die bessere Beikarte. So, was war da jetzt? Der Bube. Okay. Das hat mir gut gefallen. So, ich bin in Hinterhand. Den reize ich bis 33. Skat aufnehmen. Pik. Bei 24. Okay, dann drücken wir ein Herz mit. Nee. Wir drücken so. Wir halten zwei Herz oben. Pik ansagen. Gucken. Ja. Kommt Karo.
So, Herz oder Kreuz, ich sag mal 20. Bei 20 bin ich raus. Pik ist Trumpf, Herz kommt raus. Wird wohl der Abstich sein. Hat er blank ausgespielt? Oh, der übersticht eine 10 nicht. Krass. Oder er hat keinen Buben, kann natürlich auch sein. Hä? Was ist das denn für ein komisches Gespieler? Er übersticht nicht, wirft nicht blank ab. Alles merkwürdig. Jetzt sticht er. Oh, der hat Kreuz Bube. Das soll ein Mensch verstehen. Zweimal. Sehr komisch. So, letztes Spiel. Ich bin in Vorhand. 18 Jahre. 20 Jahre. 23. Okay, hat dann eine Sprungreizung gemacht. Aber ich wäre sowieso bei 22 weg gewesen. Kreuz ist Trumpf. Naja, kommen wir mal mit Herz Ass raus. Wird gleich mit Trumpf Ass gestochen. Dann wechseln wir mal auf Pik. Wird auch gestochen. So, was kann er jetzt nur noch haben? Nur noch Trumpf und Karo. Wenn er die anderen beiden Farben gestochen hat. Oh, und hat er Karo Ass noch gedrückt? Ja, es muss so sein, ne? Sonst hätte mein Mann ja wahrscheinlich nicht aufgegeben, aber man weiß es nicht. Wir sind durch. Okay. Okay, dann gucken wir uns die Auswertung mal an. Viel ist ja nicht bei rumgekommen. 4 zu 0 Spiele, 3,28 € gewonnen. Okay, ja. Das soll es dann von mir auch gewesen sein. Eine kurze, knackige Runde. Wir sehen uns später wieder. Also, ich sage Tschüss. Bis dann.